Die materielle Welt, die du um dich herum siehst, ist weder die Grenze der Realität noch ist dies der einzige Existenzbereich. Unsere Überlieferung erzählt von Reisenden, die versteckte Wege gefunden haben, um durch die Schleier zwischen Realitäten zu schlüpfen und in andere Bereiche der Existenz zu verschwinden. Diejenigen, die zurückgekehrt sind, erzählen von fantastischen Welten, die erheblich anders als unsere sind. Die Ankunft der Ätherischen ist ein Beweis dafür, dass die Rifts, die sie benutzten, um die Entfernung und Zeit zu betrügen, um sofort von Ort zu Ort zu reisen, sind Wunden im Realitätsschleier. Wir Rover haben viele Dinge gesehen, aber keine ätherischen, die unsere Welt durch ihre Rifts betreten. Selbst wenn wir sie alle forttreiben können, werden diese Wunden jemals wieder heilen. Eine tolle Geschichte, was könnt ihr mir sonst noch erzählen, alter Mann? Aber das ist nicht, das sind sehr interessant zum Reisen. Rifts kann man sehr gut reisen. Die du herumsiehst, ist weder die Grenze der Realität noch das hat er schon gesagt. Ist der ein. Wie sag ich es immer? Unten random. Möge dein Weg richtig sein. Ja. Das ist meistens immer unten random, was die sagen, wenn man das anklickt. Das ist nicht doof. Viele sogar unter unseresgleichen haben die Wahrheit unseres Namens vergessen. Rover ist ein Name von Außenseitern, die ihn mit unserem wahren Namen Rovarns Leuten verwechseln. Mit der Zeit haben wir uns daran gewöhnt, Rover genannt zu werden. Viele von uns bevorzugen ihn sogar. Wir sind zu einem unvorsichtigen, reisenden Volk geworden und haben unseren ersten wahren Weg aus den Augen verloren. Na, das ist wie mit Trappi. Was? Er hat sich auch an diesen Namen gewöhnt. Nicht wirklich. Na, er heißt zwar eigentlich Dark Raptor, aber ich nenne ihn immer Rappi. Und der hat sich jetzt auch an diesen Namen gewöhnt. Die Tätigkeiten der Rover im Land der sesshaften Völker sind nicht immer gerne gesehen. Also haben wir viele versteckte Wege in diesem Reich entdeckt. Falls du über Weidmeier hinaus willst, die Brücke zum Dorf Burwich wurde zerstört. Aber unter ihr ist ein Eingang zu einer überfluteten Passage, die dich dorthin bringen kann. Kann ich überhaupt schwimmen? Das heißt so, es ist ein Höhlensystem. Er hat gesagt, überflutet. Ich würde jetzt diesen Weg nur im Notfall benutzen, da die Höhle, die sogar in besseren Zeiten heimtückisch war, zunehmend mit Sylph und anderen Scheusalen bevölkert ist. Ja. Sylph sind schon richtige Scheusale. Seit dem Anbruch des Grim Dawn haben viele neuere Schrecken unsere Welt betreten und alte haben sich ohne die wachsamen Augen der Jäger des Kaiserreichs, die sie in Stich und Schach hielten, ausgebreitet. Trotzdem sind die Menschen die heimtückischsten Kreaturen, denen du auf den Straßen begegnen wirst. Man kann nicht einfach Freund von Feind unterscheiden, wenn man es mit anderen Menschen zu tun hat. Und wir sind eine sehr listige Kreatur. Erst schießen, dann fragen. Vermeide die kriminellen Banden und durchgeknallten Einzelgänger, die sich oft als verzweifelte, hilfensuchende Seelen ausgeben. Muss man sehr oft durchklicken, bis sie was Neues zu sagen haben. Die stonischen Kulte gab es schon, bevor sich der erste Reisende auf die Reise begab.
Unter dem Kaiserreich wurden sie verbannt und in den Untergrund vertrieben, wo Kulte von Inquisitoren aufgedeckt wurden. Entsandte man die Nachtklingen des Kaisers, um die Gläubigen zu jagen und hinzurichten. Aber man konnte sie trotzdem nicht ausrotten und jetzt werden sie ständig stärker, da ihnen Menschen zuströmen, die ein Ziel oder die Erlösung suchen. Oh ja. Beunruhigender ist aber, so habe ich gehört, dass die Kulte in letzter Zeit erfolgreich die monströsen Diener ihrer Götter herbeirufen konnten, um auf dieser Welt zu wandeln. Ja, wir können auch beschwören. Mhm. Ich gehöre zum Beispiel Dornbusch-Kreaturbeschwör und blaue Lichtkugel. Ich kann Crow beschwören! Nee. Und Crow macht alle fertig. Wörtlich. Der erste Reisende war Rovan, ein König des alten Arkovias. Der Stadt, die einst über dieses und viele andere Länder herrschte. Man sagt, dass Rovan ein alter Mann auf der Straße traf, als er von der Schlacht zurückkehrte. Der alte Mann sprach von vielen seltsamen Dingen und offenbarte, dass er ein Gott war, der seit dem Anbruch der Zeit jeden Weg auf dieser Welt bereist hat. Und da haben wir den geglaubt? Ja, das ist auch ein richtiger Gott, aber werden wir vielleicht irgendwas später treffen. Ich wäre so ein bisschen stutzig, wenn so eine Tür auf mich zuläuft und meint, hallo, ich bin ein Gott. Würde man glatt die Leute mit den weißen Kitteln rufen. Naja, in dieser Welt gibt es nicht auch weiße Götter. Er warnte Rovan davor, dass Arkovia durch die Besessenheit seiner Leute nach Titeln und Besitztum einen großen Untergang widerfahren würde. Als Rovan zurückkehrte, verzichtete er auf seinen Thron und seine Länder und begab sich auf die Reise und behielt nur, was er tragen konnte. Kühne schlossen sich ihm an. Man nannte sie die Rovari, die schließlich die Rover von heute wurden. Die meisten Arkovianer verhöhnten Rovan, auch seine Familie, die ihn verrückt hielt. Aber letztendlich wurden die Prophezeiungen des alten Mannes wahr. Arkovia zerfiel, seine Länder sind bis heute verflucht. Scheint nichts mehr Neues zu sein. Bis später, dein alter Mann. Erstmal verkaufen. Schicke muss verkaufen. Ja, Zubehör, gibt's ein neues, neue Verbesserung. Borstiges Fell. Borstiges Fell, ein dickes Fellstück einer unnatürlichen Bestie. Alles mitnehmen. Muss Dinge haben. Brauche Dinge. Es wird auf jeden Fall die Verfassung, also die Ausdauer. Also ich habe zwei Lebensbalken. Einmal Verfassung, einmal Lebenskraft. Und Verfassung ist halt eine Reserve Lebensenergie. Ah ja, ein Waffenwechsel ist lustig. Muss man gerade schauen. So, ich habe jetzt eine Waffe und jetzt für einen kurzen Moment ziehe ich schon wieder Axt. mit der Axt schießen. Das ist nicht schön. Ich verschieße Kugeln meiner Axt. Ah, lustig.
Keine Sorge, deine Fähigkeit kannst du mit den magischen Effekten, also... Magischen Effekten? Nein. Was sagen wollte, mit Intelligenz hat erhöhen, Geistfähigkeiten. Oh, ein Bossmonster. Garten der Jäger der Meute. Ah, Boss XL wieder. Also bei mir. Ein Problem für meinen Blitzbuber. Und Crow heilt mich einfach. Ich habe auch keinen einzigen Heilzahn benutzt. Ich hab 50 Heiltränke? Ja. Als ein Seitenfest ertragen kann. Ah ja, man kann 100 Tränke heilen. Genau das, du weißt schon was in diesem Spiel. Was auch nur, dass. Du weißt schon, was ich dazu sagen würde. Ja. Das ist sehr praktisch. Okay. Mal checken, los. Feucht und Pilze und Feucht und Gegner. Ja. Und Fässer. Und Sliffmüll. Ah, mit dir, Büchse. Ich habe momentan mal am besten aufzumachen. Und da ist auch so eine Stelle. Ich hab auch so viel Feucht. Ach, was ist das für ein... Ah ja, rechts über dem Energiebalken kannst du noch negative Effekte sehen, die der Gegner dir verpassen. Ja, sind gerade welche aufgeblockt. Die sind mittlerweile wieder weg. Ja. Yep. Mann, die haben hier sehr viel Müll hier. Oh, ein paar Leichen. Das ist doch schön. Leichen sind schön. Zeug zum Einsammeln ist. Leichen sind schön. Ich hab da ein Komma gesetzt, Rappi. Okay, Punkt. Ich muss mich doch ausbrechen lassen. Ah, na gut. Ein Chicken, das ist doch viel schöner. Kurz zwar nicht, aber dann mach ich halt. Ich wollte die aus dem Mund nehmen. Aus dem Schnabel. Und eigene Seiten. Sachen reinlegen. Das hast du gesagt. Mit euch hier. Fliegendes Ungeziefer. Mann. Staub zerfallen. Ach, Stützbanken sind auch sehr wichtig, sicher. Oh, zweite Form von Schreien. Genau. Ein zweiter Schrein. Genau. Es geht einmal kaputt und zerstört und einmal entweite. Entweite. Der Schrein ist verdorben und muss gereinigt werden. Herr Beirufen, was daran gefunden ist. Okay. Jetzt ein Boss-Kick. Ja, jetzt werden manchmal. Ja, eine kleine Gruppe von Gegnern. Ja, jetzt einen Devotion-Punkt bekommen. Devotion. Devotion. Ja, plus 24% Wundschaden mit 20% längerer Dauer und plus 3% Laufgeschwindigkeit. Yay, Laufgeschwindigkeit, das muss man im Inventar umsortieren. Sehen, das nächste wäre dann plus 15 Konstitution und plus 30 Rüstungspunkte. Das letzte, wir hören daneben. Devotion. Devotion. Diese Skills, die man freischalten kann mit Devotion, das sind nicht geil. Damit kann man dann normale Angriffskills erweitern. Das heißt, man verpasst zwei Angriffe zugleich auf den Gegner. Zum Beispiel Hörner nehmen, kannst du auch deinen Raben verpassen. Der kann dann den Gegner auf die Hörner nehmen, wo er keine hat. Oder was du so machen wolltest, ist dieser Falkensturzflug. Kannst du auch dem verpassen. Ja, ich bin auch gerade bei Falke. Kannst du deinen Vogel verpassen, gar nicht mehr. Nässe, Fischerschaden und Blutungsschaden beim nächsten Mal. Und dann irgendwann der Falke. Falke, Falke, Falke. Oder auf meinen Curtis den Zoten hier Hörner nehmen, verpassen. Kann der in seinen Stacheln vom Körper die auf die. Kann er auf die Stacheln nehmen. Oder auf das, was ich vor der Aufnahme gesagt habe. Das wollen wir hier nicht sehen. Ja, das möchte niemand sehen. Ja.
Dann schnetzeln wir einfach weiter. Haben wir ein ganzes Menschen. Haben wir ein ganzes Menschenlager ausgelöscht? Nee, nee. Ah, da war's geblinzelt. Geblinzelt? Blitzdingst. Es glitzert halt. Geblinzelt, genau, nein. Es hat gefunkelt. Yep. Pass auf, Gegner. Clown-Fetisch. Genau. Das sind die Sliff-Höhlen. Da haben wir eine Baue drumherum ge... Clown-Fetisch des Schutzes. Ah. Mehr Schrott. Nicht nett. Echt? Nicht so ein Schlammloch? Ja, Schlamm ist doch ohne Erde mit Wasser vermischt. Genau. Okay, ich glaube gerade zu checken rüber. Checken, warte, ich habe noch nicht 30% Laufgeschwindigkeit. Na, ich habe hier nur Sachen eingesammelt. So. Die Gegner fallen gelassen haben. Und die Höhlen zu suchen ist immer nützlich, weil da manchmal solche Schreine sind. Ja, ich. Ja, ich habe schon wieder. Ich will das Wort mit P sagen. Wollte schon sagen, aber dann unterdrückt. Ein auf den Horn. Nur eine Büchse. Hier noch links noch nicht. Hat er ihn noch nicht. Das können wir später. Zu viele Wege. Ich weiß, solch groß die Karte. Wir sind gar mal noch nicht mal in Burwich drin. Burwich wird noch deutlich größer. Wow. Genau. Yay. Die ganzen Slip erledigen, bevor wir Level Up machen können. So. Ah, was am besten diesmal verbessern? Ich glaube, ich habe meine Fähigkeiten. Erstmal Wildheit zum Maximum bringen. Von Raffinesse, Konstellation habe ich schon recht viel. Oh, wird immer stärker. Oh ja. Von Heilung. Okay. Heil mich, Crow, heil mich. Wir checken eine. Ein bisschen verletzt. Tränke vergeuden muss. Ja, das sind schon mal die ersten Anhänger Kaffons. Blut. Leiche ab. Ja, die. Das ist ein Blutkult. Also Opferkult. Die opfern Menschenblut an ihren Gott. Bauch aufgeschlissen oder hängen die einge. Die Gedärme raus. Ja. Da wird. Später wird bei denen noch blutiger. Hier ist so ein Kellereingang. Geh schon mal in den Keller. Geh mal in den Keller. Ich will das verkaufen. Wollt aber nicht. Wenn Chicken nicht in der Nähe ist, dann kriegst du die ganze Erfahrung nicht. Echt mal. Six Gun. Hey. Hm. Okay. Ich kann auch nebenbei der Schwester sagen, hey, wir haben deinen Bruder getötet. Ja, hey, wir haben nebenbei deinen Bruder getötet, weißt du? Weil wir können es halt. Großachs nicht so gut. Deswegen ganz Nackerpfaff. Aktion 4. Mehr Gesundheitsregeneration.
Na egal, ist halt so. Sliftzunge. Mit dem Fisch hätte es. Widerstand. Ja, einfach Seekling mit der Bereitschaft. Widerstand. Da Schaden lieben. Schaman-Sliftzunge. Feldfähigkeit Giftbolzen. Ah, die Klinge habe ich auch. Da habe ich auch halt so eine, die man dort droppt. Magischer Helm. Ist gar nicht. Finesse, Geist. Zwei Klinge. Nee. Hier schon durch. Okay. Oh nein, ich kaufe uns nicht magisches Chicken. Put it to good use. Okay. Ah, ein gefrorenes Herz. Ich glaube, das haben wir auch schon. Und zwar Fell. Ja. Stufe Nummer 15 und dafür 14. Das wäre ein Level Up noch. Mehr Rüstung, mehr Finesse. Das wird ein Feuerwehrstand. Wird gut für Sprengmeisterschaft. Ich habe eine dabei. Ich denke schon. Keine Ahnung. Lies mal. Beschädigte Klaue. Eine Klaue eines ruchlosen Jäger, der endlich seinen Meister gefunden hat. Ein physischer Schaden. Das ist 4% physischer Schaden. Aber Leichenschaus ist hier voll neu. Ja, ich bin schon außer den Überresten der Verstorbenen gewonnen wird und oft durch Hexerei und Verzauberung verwendet wird. Plus 1% Leben erhöht die Gesundheitsregeneration um 8, 2% Lebenskraft für den Stand. Das ist auf jeden Fall neu gewesen. Nein, nein. So, ich bin jetzt bei Seisübel. Bringe die volle Kunde, dass wir einen Bruder getötet haben, okay. Nur auf den Ring. Und
Die Schuhe werde ich dann wahrscheinlich die anziehen, wahrscheinlich eher. So, Sibyl! Haben deinen Bruder getötet. Du bist zurück! Ich sehe, du trägst das Amulett meines Bruders. Ist er also so, wie ich es befürchtet hatte? Alter, aber Milton, na, einer der Toten. Das ist nur schwer zu verkraften. Milton, mein Bruder, es tut mir so leid. Vielen Dank, Fremde. Jetzt kann ich mit der Gewissheit weiterleben, dass mein Bruder von all dem Elend erlöst wurde. Das Amulett war verzaubert, damit mein Bruder stark bleibt. Ich denke, du kannst es besser gebrauchen als ich. Hier, möge es dir ein Geschenk bringen. Ein Glück. Möge es dir Glück bringen. Glaube, okay. Euren Verlust. Ja, lebensspendendes Amulett der Schwester. Ja, das ist mal jetzt mit dem Amulett dort Schwester. Egal, Erfahrung bekommen, das zählt ja. Einfach verkaufen. Das Geschenk. Soll jemand anderes davon leben? Selben Sachen. Gut, dann weiter. Zurück ins Unbekannte. Die Foggy Bank. Oh, ist mein Keller, Kunden. Der Keller. Ja, wir sind Kellerkinder, wir müssen Keller. Erstmal die ersten Blutkultmitglieder. Ich bin auch gar nicht mehr im Keller. Ah. Ich war früher im Keller. Ah, mal was. Und große Fässer mit für Wein oder so vielleicht. Oder für Blut. Wir haben aber Feuerbälle an uns, Schweine. Ja, dafür sind die Küchen da, Leute. Haben da mal Leiche drauf. Leiche drauf, nicht Leiche. Die hätten ziemlich viel aus von meiner Nova. Ist aber nicht nett. Oh. Opfermesser, wenn ich das schon lese. Das ist gar nicht nett, Max. Ja, hier sind schöne Betten, ja. Ja, opfere einen deiner treuen Begleiter an Boethia. Wo schon ein paar Leute geopfert. Isaac! Beinahe ist nicht noch. Isaac, nein! Ah, meine Rettung naht. Leider kommst du zu spät. Diese blutrünstigen Bastarde haben bereits die besten Teile für ihren Altar verwendet. Ja, der hier vorne. Schön am Brennen ist. Das muss ich doch für euch tun können. Ich bin so gut wie tot. Verschwende nicht deine Zeit mit mir. Los, Crow, heile ihn! Meine Wertsachen werden jedoch niemandem von Nutzen sein, wenn sie gut unter einem Baumstumpf versteckt sind. Du hast meine Kidnapper getötet, also hast du sie dir redlich verdient. Folge dem Fluss vor der Hütte zum Flussdelta und suche das Ufer ab. Da als die Welt zugrunde ging, habe ich meine wertvollsten Habseligkeiten unter einem losen Baumstumpf versteckt. Nimm dir was immer du brauchst, nur schlag ein paar Kultistenköpfe für mich ein, ja? Okay. Ah ja, wenn man zurückkehrt, nachdem die Aufgabe abgeschlossen hat, sind nur noch Überreste übrig, also Knochenhaufen. Ein Skelett. So interessant. Und die Leute, denen man Aufgaben machen muss, sie werden dazu Menschen überresten, wenn man zurückkehrt. Ah ja, Notiz. Notiz hier wartet. Notiz.